In solchen Situationen passieren grundsätzlich unangenehme Dinge. Das heißt, da kommen Dinge auf, die in den Abteilungen irgendwie schon lange schwelen und so weiter. Und dann musst du dann sehr diplomatisch da dabei sitzen und versuchen, heil aus der Nummer rauszukommen. Ich glaube, es hat ganz unterschiedliche Ausprägungen, so Workshops. Also so klassischer Workshop ist irgendwie Ganztagesworkshop. Man versucht es interaktiv zu gestalten. Irgendwie Leute, also Klassiker ist, die Leute Sachen auf Zettel schreiben zu lassen und sie an eine Wand zu kleben, damit Bewegung reinkommt, damit die Leute involviert sind. Ist auch ein guter psychologischer Kniff so. Aber diese Workshops, die du meinst, die wir machen, die haben sich eigentlich ergeben daraus, dass wir angefangen haben, irgendeine Situation Workshop zu nennen erstmal. Und diese Situation war diejenige, dass ich früher alleine irgendwo hingefahren bin. So habe ich auch ein paar Kunden gewonnen, weil ich dann 5 Stunden lang bei denen war am Ende. Und ich habe für eine halbe Stunde eine Präse oder ein bisschen Inhalt mitgebracht. Wir haben darüber gesprochen und dann gab es eine ewig lange Diskussion. Und in dieser Diskussion sind wir eigentlich voll in die Themen eingestiegen, haben diskutiert, wie wir was umsetzen und. Das ist halt mega geil, weil du am Ende spürst und merkst in so einem Gespräch, die Leute sind voll involviert, die haben Bock, und die Chemie stimmt und so weiter und so fort. Und mittlerweile nutzen wir das als richtiges Tool, nämlich wir versuchen, ja, eigentlich ist es ein Pitch. So, wir haben demnächst jetzt 2, 3 Workshops wieder, aber eigentlich sind es Pitches. Das heißt, wir übertreiben nicht voll, aber wir bereiten halt schon was vor, das vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Präsentation beinhaltet, aber der Termin ist auf 2 oder 3 Stunden angesetzt. Und das heißt, wir haben Zeit, anfangs monologmäßig was zu präsentieren und dann haben wir Zeit, mit dem Kunden herauszufinden, ob der Kunde tatsächlich involviert ist, das geil fand, das mit uns diskutieren möchte und wir sehen ja dann, wie weit wir im Gespräch kommen. Und das ist ein mega interessantes Tool, weil es einen extrem kurzen Funnel darstellt. Im Endeffekt, wenn du einen Funnel auf so ein Gespräch als Schablone drauflegen möchtest, dann gehst du da rein, präsentierst. Während du präsentierst, bist du eher weiter oben im Funnel. Dann geht es weiter runter, Middle of the Funnel. Da spürst du die Interaktionsrate, die dann tatsächlich stattfindet mit dem Publikum, mit dem Kunden. Und wenn du noch weiter im Funnel kommst, dann ist das normalerweise das Gespräch über Next Steps und so weiter. Und dann wird es konkret und dann weißt du, okay, das Interesse ist echt groß. Manche sagen das auch, also wortwörtlich. Und du kannst planen, wie es weitergeht. Deswegen sind so Workshops mega geil. Und du musst ein bisschen planen, nicht planen, zumindest den initialen Inhalt, aber du musst ein bisschen moderieren können. Das heißt, du musst wissen, wohin du sie leitest, weil in Workshops die Gefahr ist, dass unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Ansprechpartner dabei sind. Marketing und Sales, das ist immer so eine Sache. Und dann immer in unterschiedliche Themengebiete abgeschweift wird, weil die in letzter Zeit nicht viel Zeit hatten oder in den letzten 12 Monaten, was auch immer, als Abteilungen mal Dinge zu diskutieren und dann wird denen plötzlich ein Forum geboten in diesen 3 Stunden und dann fangen die da an, diese Dinge zu diskutieren, wenn man eigentlich diesen Workshop machen will und Sales Pitch machen will und so weiter. Da muss man dann ein bisschen wissen, wie man moderiert und vor allem fragt Patrick auch, in solchen Situationen passieren grundsätzlich unangenehme Dinge. Das heißt, da kommen Dinge auf, die in den Abteilungen irgendwie schon lange schwelen und so weiter und dann musst du dann sehr diplomatisch da dabei sitzen und versuchen, heil aus der Nummer rauszukommen. Laura, das besprechen wir später. Hier geht es jetzt um die Videos. Nee, aber wirklich, da geht es ja wirklich teilweise. Das besprechen wir jetzt später. Also, ich habe mit Patrick, es gibt dieses Pitch-Video, das du hast, wo ich mit Patrick mit dem Smartphone das Selfie-Video gemacht habe. Draußen auf dem Land, irgendwo, wo wir hingefahren sind, großes Unternehmen haben wir nicht gekriegt. Boah, wir sind raus aus dem Termin. Übelster Termin. Und da war das richtig krass. Die hatten so ein Digital, oh, was war das, so ein Digitalisierungsmensch, so ein Junge, der wurde da halt reingepflanzt, irgendwie von der Geschäftsführung. Und da gab es einen komplett, ich meine, die haben ja ihren Job gut gemacht, Marketing und Sales und alles. Die haben dafür gesorgt, dass dieses Ding Milliardenumsätze fährt halt. Und dann muss der Laden digitalisiert werden, ist ja auch korrekt. Aber dann setzen die so einen 25-jährigen Hansel da rein, der bestimmt irgendwas Tolles gemacht hat vorher, aber der fängt dann an, den Leuten, die seit 15 Jahren diesen Laden auf Kurs halten, zu sagen, was sie tun sollen. Und das hat er in dem Gespräch gemacht, als wir drin waren. Da waren 9 Ansprechpartner, Patrick und ich mittendrin, und dann ist ein kleiner Streit ausgebrochen. Da willst du nicht dabei sein immer, aber du willst es auch schon irgendwie. Was habt ihr denn dann gemacht? Wir haben die Schnauze gehalten und gewartet, bis es vorbei war.
Bevor ich schlafe.